Willkommen zurück, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zu Primal Fury für Age of Wonders 4. Wir haben beim letzten Mal hier eine sehr, sehr wichtige Ausfallschlacht gewonnen. Das hat de facto jetzt hier Syado-Tür im Grunde in den Staub gestampft. Wir haben aber noch mal ein paar nette Items bekommen und ich möchte mal gucken, was das für welche sind. Denn ich habe definitiv was Besseres als das hier. Wow. 842, todrufender Konstruktzerstörer. Oder den Verderbnisbringer. Ich glaube, ich nehme den Verderbnisbringer als Waffe. Das Ding sieht sehr, sehr nice aus. Vor allem macht es sehr, sehr schön gemischten Schaden. Wir haben auch einen besseren Schild, ne? Also bis jetzt haben wir hier diesen hier. Der bringt Verteidigung plus 3 gegen Verteidigung, die keine Flankenangriffe sind. Und noch mehr Verteidigung plus 1 und Widerstand plus 2. Der hier bringt mir eigentlich noch mehr Geist, Widerstand und Widerstand. Gut, Geist, Widerstand ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, das brauche ich jetzt unbedingt in meinem Leben. Weil hier nicht unbedingt Geist, Widerstand so dermaßen vorkommt. Ich möchte jetzt hier auf jeden Fall erstmal nochmal Unsichtbare sehen können. Was haben wir denn hier? Das bringt mir Trefferpunkte Feuer- und Frostwiderstand. Ja, das ist in Ordnung. Ich glaube, viel bessere Sachen habe ich hier wahrscheinlich nicht wirklich. Den Helm, den ich hier habe, der bringt mir nur Frostwiderstand. Der hier bringt Wow, der ist viel besser, der wärmende Helm. Wärmende Helm. Wow. Ja, der bringt mir einige Widerstandsarten mehr. Halten wir das mal fest. Will ich hier... Nee, Demolierer brauche ich. Also diese ganzen Demolierer-Sachen kann ich alle zerstören. Ne? Gewehr zu Beginn, mehr Kampfzauberpunkte. Das finde ich gut. Die Flöte. Die finde ich gut. Also, wir entzaubern mal ein paar Dinge. Also, ne? Bitte was? Ich dachte, ich hätte die Flöte. Dankeschön. Ach Gott, ich vergesse immer wieder, dass ich das bestätigen muss. Bestätigen. Ja, ich muss diese ganzen Waffen bestätigen. Sonst machen die nämlich hier gar nichts. Okay, und jetzt kann ich Dinge entzaubern. Also gut. Wir beginnen mal mit... Oh Gott, wie viel ist denn da unten? Also erstmal mit dem Ding da. Halt, nee, ich habe schon wieder was entdeckt. Moment. Ich habe schon wieder was entdeckt. Das hier. Ich will ja Unsichtbare sehen können. Genau, bestätigen. So, jetzt kann ich hier Verschiedenes erstmal entzaubern. Also wie gesagt, das hier brauchen wir nicht. Das kann weg. Dieses Demolierer-Teil kann weg. Das hier gewährt allen Einheiten in der Armee. Ja, das bringt uns aber auch nicht wirklich was. Nee, das brauchen wir auch nicht. Zauberstab der Massenheilung behalten wir natürlich. Dann Reittiere. Hier ist schon wieder so ein Warg, der weg kann. Was ist das? Ein weißer Wolf-Warg? Nee, kann auch weg. Dann Ringe. Blitzwiderstand. Ich glaube, ich habe da nochmal den einen oder anderen Helden, dem ich noch was geben kann. Moment. Hier oben haben wir noch einen Helden hier. Startübersicht. Eigentlich will ich diesen Helden ansprechen. Ne? Du kannst noch Items an dich nehmen. Hier haben wir jetzt natürlich nichts mehr. Hier haben wir leider auch nichts mehr. Geistwiderstand, Helm. Blitz- und Geistwiderstand. Ja, ich gebe ihm hier nochmal diese ganzen Resistenzen. Ich glaube, die sind nicht schlecht für ihn. Fernkampftechnisch. Ich glaube, du bist auch ein Fernkämpfer, ne? Soweit ich mich entsinnen kann. Verteidigung. Nee, du hast Kämpfen. Nee, hast du nicht. Ja, das ist ein reiner Fernkämpfer. Okay, das ist in Ordnung. Du bist ein Fernkämpfer. Das heißt, du darfst auch diese Fernkampfwaffe weiter behalten. Es sei denn, ich will vielleicht diesen besseren Bogen. Ja, auf der anderen Seite, hier, guck mal, das hier mal, 19, 13, 11, kann verlangsamen und gefrieren. Ich guck mal, was beim Entzaubern hier am Start ist, ne? Also erstmal hier primär. Ja. Wo ist dieser Bogen? Ne, dieser Bogen ist nicht so der Oberhammer. Also, der Bogen kommt tatsächlich weg.
Adler, äugiger Verderbnisbringer, Verderbnisbringer. Die macht kein Scheißspiel. Ah, sehr gut. Ich hatte schon Angst, dass es jetzt hier wegmacht. Stab der Lohwölfin kann weg. Pyromantensphäre kann weg. Funkenrufer, das sind eine Menge Dinger, die ich einfach nicht mehr brauche. Na guck mal, wir sammeln jetzt hier da oben schon einiges an. Den Max können wir vielleicht wirklich mal anfangen, magische Items zu produzieren. Problem ist bloß, man muss halt die auch im Pantheon freischalten, was ich nach wie vor nicht so cool finde. Guftkugel. Giftkugel, ja, Giftkugel. Dieses Polymorph-Teil hier. Bei uns wird keiner mit solchen Items durch die Gegend rennen. Obwohl das Ding eigentlich ziemlich nett ist. Bei dem hier weiß ich es noch nicht so richtig. Das hier kann auf jeden Fall weg. Und das hier kann auch weg. Dann haben wir noch sekundär. Ja, der Schild, den behalte ich nochmal, weil ich keinen anderen habe. Für den Kopf. Ja, die Krone rockt mich nicht so richtig. Der Helm, den behalten wir nochmal so als Notfalllösung. Rumpf. Das kann auch weg, würde ich sagen. Wobei, wenn ein verbündeter Zauber gewirkt, nee, das bringt mir ja gar nichts hier. Das ist verbündeten Zaubergedöns. Frostwiderstand. Zwei Statuswiderstand ignorieren plus 10% Magieschaden. Ausrüsten, warte mal. Das bringt ihm noch mehr also Verteidigungsboni. Das ist in meinen Augen besser. Ich behaupte, das ist besser. Dann entzaubern wir mal noch mal ein bisschen mehr. Also wieder Rumpf. Das hier kann weg. Das hier kann weg. Dann haben wir noch Beine. Ne, wir haben nichts mehr. Nichts. Okay, gut, dann können wir schließen. Also, wir haben jetzt genügend Sachen entzaubert, möchte ich mal behaupten. Du bleibst jetzt hier noch. Hier ist nochmal eine Unit fertig. Produktion festlegen. Oh, hier. Jep. Ich würde mal sagen, hier wird es Zeit für ein Badehaus. Was wird 17 Runden brauchen? Warum? Bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen erschüttert. Nee, wir machen erstmal solche Dinge, die vermeintlich schnell gehen. Genau, das Magitarium haben wir ja erobert. I remember, remember. Bogenschützenwehrgänge reparieren. Wäre ich dabei. Genau, repariert jetzt erstmal hier diesen ganzen Kram hier. Forschungsposten, ruinierte Provinz. Reparieren, ja. Auch hier bitte was reparieren. Also, das ist wieder uncool teuer jetzt hier. Dabei haben wir es gar nicht kaputt gemacht. Das waren andere, die das kaputt gemacht haben. Autsch. Autsch. Und noch mehr Autsch. Oh Gott. Das ist wirklich Aua. Also das tut weh. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft, jetzt hier unseren nächsten Kampfzauber hier vorzubereiten. Gegner bewegen sich. Jemand ist in mein Gebiet eingedrungen? Ach, schon wieder. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, bevor ich diesen Schneesturm caste. Auf wen gehen wir denn da? Berserker. Ich will auf die da gehen. Jedes bisschen Damage hilft an dieser Stelle. Sie könnten theoretisch nächste Runde schon ready sein. Das heißt, ich hole mir jetzt hier nochmal diese Unit hier ran. Eine Sturmbringerin. Nee, ich verzichte auf die Vasallenmusterung. Ich mache übrigens kein Geld mehr plus. Das ist gerade eben jetzt nicht mehr ganz so cool. Ich muss jetzt echt gucken, dass ich die Stadtmenge erhöhe. Das wäre super wichtig. Okay.
kann hier gerade eben nicht viel tun. Wie sieht's hier aus? Noch eine Runde. Ich bin überlegen, ob ich diese Stadt hier. Ne, die will ich auch behalten. Ich will diese Städte behalten. Ich muss nur meine Limits nach oben pumpen. Und zwar Trillipampi. Ja, wir greifen das hier an. Hier ist ja eh keiner drin. Der Gag ist, ich könnte sie stattdessen zum Vasallen machen. Ja, wir machen das. In diesem Falle werden wir diese Stadt jetzt hier erstmal zum Vasallen machen. Und dann weitersehen. Da oben ist wieder irgendjemand in mein Gebiet eingedrungen. Der Nebel hier läuft noch. Ich caste mal das jetzt hier wieder mal zusammen. Ach, ich kann das hier direkt auf die hier draufhauen. Oder mach mal. Also von denen hier ist nicht mehr viel zu erwarten. Ich mach's gleich nochmal. Ne, kein Schnee. Doch, Schneesturm. Nächste Runde. Wenn's dann noch geht. Ein Flüsterstein ist zurückgekehrt. Okay, das ist praktisch. Oder auch nicht. Nee, das ist immer noch in Ordnung. Warte mal, ich kann jetzt hier vielleicht da unten noch mit meinem Flüsterstein noch. Ah! Das ist mein Feind geworden. Der ist mein Feind geworden. Und was ist jetzt hier mit dem Typen hier unten? Der ist auch der Vasall von jemand anderem. Ich kann meinen Flüsterstein hier nicht geben. Na gut, dann gehen wir wieder nach oben. Hier ist immer noch die Stimmung ausgelassen. Die werden es entweder angreifen oder draufgehen. So, ich gebe jetzt mal den Flüsterstein für die öffentliche Ordnung. Diese freie Stadt mit dem Krieg erklärt. Ihr erzürnt mich, Lupo Albedo. Ich warne euch, wenn ihr so weitermacht, setze ich eurer Herrschaft genau hier ein Ende. Ich würde mal behaupten, das letzte Mal lief das für dich nicht so gut. Nahrungsmangel in Fackelwald. Ja, ich weiß, warum es hier einen Nahrungsmangel gibt. Magitarium kann wieder Dinge bauen. Großer Landungssteg. Nee, ich bin eigentlich gerade eben ganz, ganz froh, dass sie alles, was sie hier produzieren, mir an Geld bringen werden. So, ihr macht hier Wache. Ihr macht hier Wache. Und ihr wartet hier einfach. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie attackieren. Sie attackieren. Aber ein Drittel ihrer Armee ist ziemlich kaputt. Gut, genauso wie unsere Mauern. Aber immerhin haben wir den Nebel am Start. Oh, hier ist Nebel. Entschuldigung. Ich freue mich immer, wenn ich den Nebel krieg. Ja, du stellst dich dahin. Dann haben wir einen Helden hier, den ich dahin stelle. Kann jetzt leider gerade eben kein Tier beschwören, aber das können wir vielleicht nächste Runde. Schießen ist noch nicht auf diese Distanz. Dann gehst du dahin. Das wird echt uncool hier. Du gehst hier hin. Dann gehst du hier hin. Ich gebe hier nochmal ein bisschen Nebel mit. Den Rest der Heilung spare ich mir. Mir geht es nur um den haftenden Nebel. So, hier. Wie gesagt, wenn wir die hier weghauen, dann haben wir eigentlich schon mal den halben Text jetzt hier gewonnen. Weiße Hexe. Nee, 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 nee. Ich brauche nochmal hier einen Verteidiger, der für mich jetzt hier den Weg so ein bisschen zumacht. Jawohl.
Fernkämpfer hier auf den Nebel, das ist auch in Ordnung. Hier habe ich nochmal ein paar Stürmer, die ich jetzt hierhin bewege. Dich bewege ich dahin und dich bewege ich dahin. Jetzt geht es eigentlich nur darum, dass wir sie so schnell wie möglich irgendwie ausschalten. Ne? Du bekommst auch haftenden Nebel. Dass du nicht so leicht getroffen wirst. Den Rest machen wir später. Das hier könnte echt kacke werden. Einmal Fernkämpfer dahin. Und einmal Fernkämpfer dahin. Unsere rechte Flanke ist definitiv unsere Schwäche. Dafür ist es ihr Zentrum. Wenn die es schaffen, die hier aufzuhalten, kann das Zentrum danach nach rechts sich bewegen. Schön, dass ihr euch bufft. Ah, da kommt schon der Erste. Geschwächt ist nicht nett. Da sind sie schon an uns dran. Dinge, die ich wirklich nicht mag. Aber er trifft auch seine eigenen Kollegen. Das finde ich wiederum ganz gut. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also, der erste Verlust ist leider schon auf unserer Seite. Ich bin überrascht, dass die so viel Damage macht. Die rechte Flanke bricht ja komplett zusammen. Oh, Scheibenkleisterei. Also gut. Du kannst hier auf die da schießen. Das macht den ja schon mal richtig, richtig Ärger hier. Gut, was kann ich jetzt hier zaubern? Totem der Wildnis. Auf jeden Fall hierher. Dann bekomme ich jetzt hier nochmal ein paar Units geschenkt. Ich schieße auf dich. Zack. Erste Einheit down vom Gegner. Schießend. Oder einfach erstmal nochmal ein Tier beschwören. Was kannst du machen? Phasenverschiebung. Ach, Kacke, ja, das ist natürlich ein regulärer Move gewesen. Okay, die erste Einheit haben wir gekillt. Das ist gar nicht so einfach. Nee, ich kümmere mich jetzt erstmal ums Zentrum. Ich glaube, das Zentrum ist gerade wichtiger. Wäre gut, wenn du den töten könntest. Ach, Kacke. Okay, das war schon mal ganz brauchbar. Tja, was mache ich jetzt mit dir hier? Ja, hau den Helden, ne? Hau den Helden! Könnte kaum besser sein. Die gehen ja sowieso drauf. Ist es im Grunde also völlig egal. Die Frage ist, kann ich dem Schaden machen? Das sieht nicht so aus, als ob der so leicht fallen würde. Probier mein Glück. Immerhin treffe ich ein bisschen was. Ja, komm, ich greife an. Bäm! Gegenschlag abgebrochen. Damit kann ich leben. Wie weit geht dieses Schuss? 2.
Eins, zwei. Nee, das reicht nicht. Dann versuch hier dein Glück. Immerhin zweimal getroffen. Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Hier würde ich nur aufs Maul bekommen. Hier würde ich gar nichts bewegen. Was mache ich jetzt mit dem Mammut hier? Ich meine, da kommt noch einiges rein. Ich werde definitiv nicht da dumm rausstürmen. Aber sowas von nicht. Nee, den lassen wir einfach hier stehen. Okay, jetzt kommt der hässliche Teil. Ihre Runde. Ich kann nur hoffen, dass unsere Nebel irgendetwas bewirken. Oh, Kacke, haben die einen Schaden gemacht. Ich habe gerade ein mieses Gefühl bei der Verteidigung. Möglicherweise ist es nicht gut, dass unsere Truppen so weit von zu Hause weg sind. Au. Doppel-Au. Uff. Nee, also wir werden überrannt. Mein Gefühl sagt mir klar, dass das hier nicht gut läuft. Was machen wir jetzt mit dir hier? Hier brennt's jetzt. Das ist natürlich jetzt auch nicht so günstig. Warte mal, wenn ich jetzt mit dir hier dahin gehe, dann kannst du das hier machen. Ja, das hat ja schon mal ein bisschen was geholfen. Den machen wir leider gar keinen Schaden hier. Ganz im Ernst, ich habe das Gefühl, dass diese Eishexe einfach nichts wert ist. Okay, ich habe den Helden eingefroren. Das ist nützlich. An den komme ich leider nicht ran. Die lasse ich hier immer noch stehen. Und hier werden wir schon hart flankiert. Oh, warte mal, die Schweindel können hier angreifen. Oh, das ist geil. Jawohl. Ich würde mal sagen, wir beschwören hier nochmal ein Mammut. Dass hier vielleicht diesen Helden hier kaputt bekommt. Mittelfristig zumindest. Oh, das ist saugeil. Charge die hier an. Du machst jetzt den hier alle. Okay, unsere Situation wird ein bisschen rosiger. Sie wird noch rosiger. Okay. Ich liebe gerade alles daran. Noch mehr Damage gemacht. Saugeil. Okay. Was kannst du jetzt noch tun? Du kannst gerade gar nichts tun, warum auch immer. Okay, also wir haben ihn Schaden gemacht. Mehr als ich erwartet hatte. Ja, wenn ich das jetzt gewusst hätte. Dass sie so viel Schaden macht. Ich hätte erstmal gucken sollen. Oh oh. Also deren Fernkämpfer sind schon echt schlimm für unsere Units. Vielleicht soll ich noch mehr Totems aufstellen. Um hier eine Chance zu haben. Autsch. Okay, ich bin schon wieder dran. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir machen nochmal einen Totem der Wildnis. So,
So, was ist mit euch? Ihr macht hier leider nicht so viel Schaden, wie ich mir das wünschen würde. Du machst aber Sauschaden. So, die bluten jetzt sogar schon. Ja, du bindest die jetzt hier einfach. Irgendjemand muss den Feind hier flankieren. Oh Gott, Fehlschlag, das ist gar nicht gut. Du beamst dich dahin. Hat schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Den Anführer kriege ich leider gerade nicht gekillt, aber ich kill jetzt mal das da. Das war wichtig. Ich bin jetzt ein Fan davon, diese Einheit da draußen hier zu buffen. Und noch mehr zu heilen. Weil die machen beim Ansturm halt wirklich Rambazamba. Du greifst hier an. Hier gibt es nicht mehr so viel zu heilen. Aber warte mal, du könntest jetzt theoretisch ihn hier töten. Yes! Wir haben den Helden ausgeschaltet. Die wurden jetzt hier verlangsamt. Ich schieße noch regulär auf die da. Das war auch gut. Dann spreche ich nochmal hier jetzt hier einen Nebel auf dich. Die Frage ist, ob. Ja, ich glaube, Heilung bringt mehr als jetzt hier Schaden zu machen. Wir müssen durchhalten. Ja, ich lebe damit. Sehr gut. Nochmal Damage gemacht. Das ist die große Preisfrage. Ich glaube, hier ist es besser, die jetzt nochmal zu binden. Oh, das könnte reichen, wenn sie alle treffen. Okay, die stehen jetzt hier. Das ist jetzt wiederum nicht so günstig. Der ist leider weg. Ich habe das Gefühl, sie haben das Ding overnerved, weil de facto kommen nur zwei Viecher und nicht drei. Also das Tod in der Wildnis ist overnerved in meinen Augen. Weil halt einfach eine Einheit weniger kommt, als du erwartest, ne? Das Ding ist jetzt schon kaputt, bevor es die dritte Einheit bringen konnte. Also gut, du killst jetzt erstmal diese kleinen Viecher hier. Das ist wieder mal spannend hier. Ich mach das. Weil bei ihnen hat es deutlich mehr Damage gemacht. Deutlich mehr. Ich beschwöre nochmal ein Tier. Weil ich es kann. Jetzt bringen wir nochmal einen Mammut ein. So, du rammst den hier mal weg. Okay, er rammt ihn nicht weg. Sei es drum. Was ist mit dir? Du chargst jetzt den da an. Zack. Ich mag das, was wir so treiben. Das ist sehr, sehr mächtig. Ja, leider lebt er noch. Okay, du könntest jetzt vielleicht. Nee, du schaffst es nicht, den hier zu killen. Dann schieß auf den da. Nee, ich mach Verteidigungsmodus. Ich glaube, wir werden es doch schaffen, das Ding hier zu verteidigen. Wiederherstellen? Nee, das spare ich mir. Du rennst jetzt dahin. Und schießt auf diese Unit. Weil das ist die größte Damage-Dealer-Einheit. Und damit hat die jetzt schon mal ordentlich Schaden gefressen. Dieses Mammut hier greift hier noch an. Hat die Einheit sogar eingefroren. I like what I see. Ja, das ist wieder zu weit. Das ist schon wieder zu weit.
Okay, kann ich jetzt hier. Ich kann nur noch hier diese Harmonie machen. Irgendjemand ein paar temporäre Trefferpunkte geben, das ist Ymir, dass er nicht so leicht stirbt. Der lebt immer noch. Standfest, verdammt. Ich hasse dieses Standfest. Also, wir haben es tatsächlich geschafft, sie zu überwältigen. So, wir sind wieder dran. Jetzt komm, jetzt töte es. Na also. Du stürmst hier noch mit drauf. Bäm. Ohne Witz, die halten so viel aus. Ich bin überrascht, wie viel die. Wie. Das ist ja echt lächerlich. Ach, weil die standfest sind. Ich hab's vergessen. Okay, wir haben wieder eine Einheit gekillt. Der ging leider daneben. Ich beschwöre noch eine Tiereinheit. Har, har, ey, das ist so geil. Das ist einfach so geil. Good Damage dann. Das könnte den ja sogar töten. Hat nicht ganz gereicht. Aber die Spinnies machen es jetzt hier für mich. Mit ein bisschen Glück killst du. Ja, doch, er ist gekillt. Wahnsinn. Und es ist auch diesen Helden hier. Oh, Leute, wir gewinnen das. Nach wie vor glaube ich, dass der Nebel hier schon ordentlich seine Wirkung zeigt. Aber ich glaube auch, es sind einfach die schieren Lebenspunkte unserer Mammuts. Oh, sie haben jetzt langsam aber sicher Moralprobleme. Kann ich durchaus nachvollziehen, dass man jetzt hier Moralprobleme bekommt. Zack. Er wurde verlangsamt. Wenn ich Glück habe, macht dieser Bogenschütze jetzt hier den Kill. Geblendet ist er auch noch. Yes! Der flieht. Der wird nicht weit genug kommen. Dann müssen wir noch den hier auseinandernehmen. Wir haben gewonnen. Wahnsinn! Okay, es war aber auch allerhöchste Eisenbahn, wenn ich mir mal das hier so anschaue. Okay, Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, freuen wir uns über diesen unerwarteten Sieg und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.